Die Anzahl der Energiegewinnungsanlagen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Wir haben für Sie eine E-Tour der Firmen Gespar und E.ON durch die Energielandschaft der Schwalm begleitet. Ja, herzlich willkommen hier in der Schwalm, hier bei uns im Rotkäppchenland. Herzlich willkommen zur ersten E-Mobilitätsausstellung überhaupt in Hessen. Wir haben heute eingeladen, einmal um aufzubauen, zu präsentieren, auch für morgen Ziegenhain vom Feinsten, das Straßenfest, das Stadtfest hier in der Schwalm. Ja, und einen solchen Rahmen, den kann man natürlich auch optisch nur steigern, indem man die zweite Sonne, vielleicht ist es auch die erste Sonne, die Frau Dorothee Webler, unser berühmtes Rotkäppchen hier mit an unserer Seite hat. Das gibt uns natürlich die entsprechende Motivation und Ausstrahlungskraft. Vielen Dank. Ja. Ja, ich habe das eben so unheimlich sympathisch empfunden. Sie saß ja in dem Tesla, dieser Rennwagen, der größte und schnellste Elektrorennwagen der Welt. Und sie saß neben dem Fahrer und da sagt sie auf einmal zum Fahrer, ich kann das auffahren, ich habe einen Führerschein. Und dann habe ich aber abgeraten davon, weil sie noch so jung ist und wir sind auch nicht 100% versichert. Aber sie hatte den Mut, das fahre ich selbst. Der Karl-Walter Eberlein, tatsächlich vor, ich glaube, genau 4 Wochen. Ich selbst war mal touristisch unterwegs, rief er mich an und fragte, was ich von einem Veranstaltungstermin E-Mobilität halten würde. Da habe ich nur gesagt, die Idee ist super. Eine E-Tour haben wir auch geplant, aber allerdings nur mit Elektrobikes und vielleicht angereichert mit den 2 Elektroautos, die wir haben. Terminfindung und Partner, das sind ja spannende Fragen, wenn man etwas bewegen möchte. Ich denke, in der Schwalm sind viele, die was bewegen wollen, wie in anderen Regionen auch, aber gemeinsam kommt man eben viel weiter. Und die Traditionsveranstaltung Ziegenhain vom Feinsten, dass die, ja ich sag mal, in der Familie Eberlein schon längst entschieden war, machte uns natürlich dann den Schulterschluss ganz einfach, dass wir gesagt haben, wenn das Datum steht, dann machen wir gerne mit, bevor wir das ganze Jahr noch nachdenken und überhaupt nicht aus der Deckung kommen, sind wir dankbar, dass ein Datum da ist und der liebe Gott uns auch noch praktisch die erneuerbaren Energien schickt. Danke. Eins ist mit den meisten Leuten gar nicht gewiss, dass die Pufferung von Strom eine der wichtigsten Aufgaben ist der nächsten Jahre. Erzeugen ist eine Seite, aber ihn zu halten, zu puffern, wird eine ganz große Aufgabe sein. Das ist mit Warmwasser so und das ist auf der anderen Seite mit Strom so. Dem haben wir uns zugewandt. Wir werden ein Gespar-Haus auf den Markt bringen, wo diese neuen Energien hineinkriegen. Wir sind schon an dem ersten Objekt mit einem großen deutschen Baukonzern in Verhandlungen, wo wir so die ersten Häuser-Hotels auf den Markt bringen, die mit Energie gespeist werden, aber ohne Energie zu verbrennen. Dieser Ort, haben wir heute Morgen gerade festgestellt, ist ein sehr historischer. Wenn man weiß, wo die alte Eisdiele war, das heißt, heute ist ein Brillenoptiker drin, war das tatsächlich die erste Betriebsstätte der EAM. Und wahrscheinlich ist es ein Zufall, wahrscheinlich aber keiner, dass der Opa vom Karl-Walter Eberlein den Strom in die Schwalm gebracht hat. Ich glaube, er war schon da, aber damit wurde er zuverlässig. Denn wenn man heute von Erneuerbaren spricht, dann muss man sagen, sie sind es alle gewohnt, zuverlässig Strom zu haben. Wenn man jetzt an die erneuerbaren Energien denkt, dann bleibt die Zuverlässigkeitsaufgabe immer noch eine spannende. Danke Herrn Eberlein und Herrn Keil für die einführenden und sehr informativen Worte. Ich möchte hiermit die in der Bundesrepublik Deutschland einzigartige elektromobile Schau und Informationsveranstaltung hiermit offiziell eröffnen. Ja, mein Name ist Thomas Keil. Ich bin Leiter vom Regionalzentrum Mitte, als Prokurist verantwortlich für Strom- und Gasnetze. Als Vertreter der E.ON Mitte ist es mir immer eine besondere Freude, unsere Kernkompetenz herauszustellen. Unsere Kompetenz besteht darin, Strom- und Gasnetze bereits seit über 80 Jahren zu betreiben und das mit hoher Zuverlässigkeit, sehr preiswert, zuverlässig. Die Zusammenarbeit mit der Gespar hat was mit der Zukunft zu tun, denn nachdem die Stromversorgung tatsächlich stabil ausgebaut wurde, hat die Energiewende auch hier in Schwalmstadt schon lange begonnen durch die Anbindung von immer mehr erneuerbaren Energien. E.ON Mitte hat bereits ca. 30.000 Einspeiseanlagen an das Netz angeschlossen. Das gilt auch für Schwalmstadt. Damit stellt sich die Frage, wie kann man denn die Energie speichern? Und die Gespar
ist für uns ein super Impulsgeber, der sich mit den Zukunftsthemen Energiespeicher, E-Mobilität beschäftigt und der sich nicht nur um die Technik kümmert, sondern auch vorbildlich um die Kommunikationsarbeit. Schaut man jetzt in die Zukunft, dann bin ich mir ganz sicher, dass insbesondere die Stadt Schwalmstadt und die umliegende Region Schwalm, die das Feld Tourismus sehr stark besetzt, auch die Chancen der Energielandschaft entdecken wird. Dazu werden wir auch unseren Beitrag leisten, gemeinsam mit der GESPA und der E.ON Mitte, indem wir morgen an dem Sonntag sehr gerne zu einer Energietour durch die Energielandschaft Schwalm einladen. Dort werden Sie eine Reihe interessanter Punkte sehen, neben klassischen Stromversorgungsanlagen, einer normalen Trafostation in einem kleinen Ort, bis hin zu dem Herzstück unserer Stromversorgung, einem großen Umspannwerk, was hier in Schwalmstadt-Reiser betrieben wird. Aber Sie sehen auch in der Region viele, viele Photovoltaikanlagen auf den Häusern montiert, die alle an unser Netz angeschlossen sind. Und Sie sehen ebenfalls eine große Biogasanlage, die in unser Erdgasnetz einspeist, wo an völlig anderem Punkt das Erdgas wieder entnommen wird, das Bio-Erdgas, und dann einfach verstromt wird, um es letztendlich den Bürgern dann auch als Wärmeprodukt zur Verfügung stellen zu können. E.ON Mitte ist stolz darauf, als starker Partner auch von der Kommune Schwalmstadt bereits in 2010 einen neuen Konzessionsvertrag hier abschließen zu dürfen, dass wir auch künftig der beste Netzbetreiber hier in Schwalmstadt sind. Und wir werden unseren Beitrag leisten, indem wir auch die Forschungsarbeit in Willingshausen hier vorantreiben. Wie viel dezentrale Erzeugung ist hier zusätzlich noch möglich und wie viel Energie kann man noch einsparen? Wir leisten damit einen aktiven Beitrag für den Umweltschutz und für ein zuverlässiges Netz. Danke. Die GESPA, ein ganz junges Unternehmen, gegründet von mir als Person, ein Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, sogenannte Green Energy. Green Energy machen wir auf 4 oder 5 Säulen. Eins sehen Sie hinter uns, das ist die Energiefrage E-Mobilität, aber auch die Kombination zwischen Solar, zwischen Windkraft und auch zwischen anderen erneuerbaren Energiequellen. All das sind Dinge, die im Bereich der GESPA bearbeitet werden und gefördert werden, aber auch vor allen Dingen dann an Kunden gebracht werden als Verkauf. Ja, mein Name ist Alexander Merz. Ich bin in der Firma GESPA für den Bereich Marketing zuständig. Ich habe in diesem Rahmen auch verschiedene Kunden befragt zu ihrer Meinung zu den Fahrzeugen. Sie waren durchweg überrascht über die Qualität des Autos und über die Leistung, die das Auto aufgrund seiner Leichtigkeit und auf seiner Größe bringen kann und wie praktisch es doch im Straßenverkehr, vor allen Dingen in Großstädten oder auch im Landbereich für kleinere Fahrten, wie beispielsweise Einkaufsfahrten, wie besonders positiv es da zu nutzen ist. Sehr positiv wurde bewertet, dass das Auto sehr leise ist, dass es genauso handhabbar ist wie ein normales Fahrzeug. Und wir haben heute festgestellt, dass doch durchweg sehr viele Kunden interessiert waren an einem Kauf an diesem Auto.